Göring. Vielen Dank, Herr. Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die meisten werden sich erinnern, wir haben hier vor einem Jahr im Hause die Feierstunde 100 Jahre Frauenwahlrecht gefeiert. Und ich möchte daran erinnern, dass beide Festrednerinnen, Rita Süssmuth und Christine Bergmann, sehr viel fraktionsübergreifenden Applaus bekommen haben. Und zwar für ihre Kritik daran, dass wir hier zu wenig Frauen haben, und für die Aufforderung daran, was zu ändern. Ich befürchte, ehrlich gestanden, dass der Beifall eher weniger dem Inhalt, sondern eher der Höflichkeit geschuldet war, weil sonst würden nämlich auf unserem Gruppenantrag nicht nur Linke und Grüne stehen oder es gäbe andere Initiativen und konkrete Vorschläge, um Parität in das Wahlrecht einzuschreiben. In unserer interfraktionellen Gruppe für mehr Frauen in die Parlamente waren wir uns in mindestens drei Punkten einig. Ich glaube, wir sind es immer noch. Erstens, 30% Frauen im Bundestag sind viel zu wenig. Zweitens, dass in keinem Parlament in diesem Land Frauen und Männer zur Hälfte sitzen, geht gar nicht. Drittens, und dass die Zahl sogar sinkt, muss dringend umgekehrt werden. In der Linken ist das übrigens selbstverständlicher Konsens für alle. Deshalb rotieren wir unsere Listen und diskutieren engagiert verschiedene Wege, um Parität in den Parlamenten zu erreichen. Wir haben auch einen eigenen Gesetzentwurf entwickelt. Aber uns ist klar, dass wir Veränderungen im Wahlrecht, das dazu führt, dass mehr Frauen in die Parlamente kommen, nur erreichen, wenn es ein Vorgehen, ein gemeinsames Vorgehen aus der Mitte des Bundestages gibt. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, die hier und heute diskutierte Initiative fordert doch nicht einmal viel. Im Endeffekt will sie den Beifall aus der Feierstunde festschreiben und uns verpflichten, konkrete Schritte gemeinsam zu erarbeiten. Es ist ein Minimalkonsens. Und wer selbst das nicht zulassen will, der hat anscheinend mächtig Muffensausen. Ein paar Worte zur SPD. Ich habe jetzt gehört, ihr sagt, das ist zu spät für die Kommission, es muss jetzt die anstehende Wahlrechtsreform genutzt werden. Okay, da wäre ich ja sogar dabei und wahrscheinlich alle anderen auch. Aber mal allen Ernstes, ihr müsst mir was erklären. Die Kommission kommt seit dem Sommer nicht zustande, weil das in der Union nicht durchsetzbar war. Wo, bitteschön, nehmt ihr die Hoffnung her, dass ihr mit der Regierungsfraktion tatsächlich Änderungen im Wahlrecht erreicht? Dass es dann entweder, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Beerdigung erster Klasse der anstehenden Wahlrechtsreform und der Kommission. Und das verstehe ich wirklich nicht. Liebe Kolleginnen der FDP, die Gründe für gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Mast. Ja. Liebe Kollegin Möhring, jetzt muss ich ja meine Antwort auf Ihre Frage in eine Frage gleiten. Mhm. Sind Sie nicht auch mit mir der Meinung, dass wir in der interfraktionellen Gruppe, wie ich finde, sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet haben? Und wir den Vorschlag, den die Grünen heute mit Ihnen gemeinsam vorlegen. Und ich kann dazu sagen, dass ich persönlich hinter diesem Vorschlag Wort für Wort stehe, weil er nämlich einen Zweck hatte. Und auch jedes Wort davon unterschreiben kann. Und übrigens für die anderen Frauen in der SPD-Bundestagsfraktion gilt das Gleiche, die mitgearbeitet haben. Wir haben diesen Vorschlag gemacht, weil wir natürlich gespürt haben, dass es unterschiedliche Neigungen gibt zu gesetzlichen Regelungen zum Thema Parität. Und es zeigt ja auch der Frauenanteil in den einzelnen Fraktionen von um die 10% bei der AfD, ich glaube ungefähr 23% bei der FDP, ungefähr 20% bei CDU/CSU, ungefähr 56% bei den Grünen. Bei uns sind es 43%, bei euch sind es ungefähr 50. Das ist ungefähr die Frage. Haben wir gemerkt, dass es die FDP ist früh ausgestiegen als erstes. Dann haben wir gemerkt, in der Koalition bekommen wir nicht gemeinsam eine Haltung zu dieser Kommission beim Bundestagspräsidium hin. Und wir sind gebunden an den Koalitionsvertrag, in dem drinsteht, dass wir mit unserem Koalitionspartner immer gemeinsam abstimmen. Und das ist die Situation. Und deshalb sind uns hier die Hände gebunden. Sehen Sie das nicht auch? Ja, liebe Kollegen, also Man muss nicht eine Zwischenfrage als Frage stellen, man kann auch eine Zwischenbemerkung machen, aber bitte keine Kurzintervention, sondern ja, eine Zwischenbemerkung, etwas kurz.
Bitte, Sie können jetzt auf die Frage liebe antworten. Kolleginnen und Kollegen, also liebe Katja Maas, mir ist schon klar, dass ihr in eurer unglücklichen GroKo-Ehe verhaftet seid und dass das letztendlich der Grund ist, warum ihr nicht, jetzt sag ich mal so salopp, so viel Arsch in der Hose habt und den Gruppenantrag mit unterstützt. Ich sehe aber auch, natürlich ist das für euch ein Problem, aber gleichzeitig ist es doch so, ihr werdet doch in der Konstellation keinerlei Paritätsfortschritte in der Wahlrechtsdebatte erreichen. Das heißt, wir brauchen eine Kommission, damit wir konkrete Schritte erarbeiten, damit wenigstens sozusagen zur übernächsten Bundestagswahl konkrete Maßnahmen für Parität festgeschrieben werden. Sind wir eigentlich in der Kneipe hier, oder? Ja. Ich wollte aber noch abschließend auch ein paar Worte an die Kolleginnen und Kollegen der FDP richten. Die Gründe für einen geringen Frauenanteil im Bundestag sind doch ziemlich klar. Dafür braucht es ehrlich gestanden keine Studie und keine große Untersuchung. Festgefahrene Strukturen in Parteien und Wahlrecht, bei Listenaufstellungen werden Frauen übergangen, eine politische Kultur, die immer noch Männerbünde honoriert, um nur ein paar Punkte zu nennen. Und die FDP selber ist eigentlich ein Garant dafür, dass genau daran nichts geändert wird. Liebe Frau Kollegin, kommen Sie zum Schluss. Es gibt kein Erkenntnisproblem, es gibt ein Umsetzungsproblem. Es ist Zeit für Parität. Verpflichten wir uns endlich, gemeinsam daran zu arbeiten. Die Einladung steht. Die Kollegin Petra Nikolaisen ist die nächste Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion.